Na, auch immer keine Ahnung, was man so essen soll. Und das Geld ist vielleicht auch knapp, alles wird teurer. Nudeln habt ihr zu Hause, Olivenöl vielleicht auch, Salz und Pfeffer mit Sicherheit. Nur noch Tomaten und Parmesankäse vielleicht kaufen und was Schönes kreieren. Viel Spaß beim Video. So, als erstes koche ich die Nudeln ganz normal. In dem Fall habe ich mich für Spaghetti entschieden, weil ich das viel besser finde. Und während die Nudeln dann kochen, habe ich hier schon kleine Tomatchen, Tomaten halt, sauber gemacht und die werden dann auch gleich klein geschnitten. So, Nudeln sind gekocht, Wasser ist abgegossen. Jetzt kommen die Tomaten noch rein. Ich habe sie einfach nur halbiert. Könnt sie auch ganz lassen. So, dann kommt noch ein Schuss Olivenöl rein mit Salz, Pfeffer und wer mag, kann auch Knoblauchzehen reinmachen. Ich habe jetzt keine Lust drauf. Das alles jetzt gut umrühren. Ich würde sogar noch ein bisschen Parmesan schon mit reinmischen. Wer mag, wer nicht mag, der nicht. Und schon ist es fertig. Ich habe noch Parmesan drüber gemacht, verständlicherweise. So, da ist das wunderschöne Essen und das probiere ich jetzt. Eklig kann es nicht sein. Okay, die Tomaten sind warm. Aber wer es nicht mag, der packt das wirklich jetzt ganz zum Schluss rein. Wirklich so gut wie vorm Servieren. Und nur so viel, wie man mag. Verständlich. Da kann man echt nichts falsch machen. Man kann es zwar übersalzen. Ja, okay, kann immer passieren. Zu viel Olivenöl kann auch immer mal passieren. Deswegen sage ich nur ein bisschen. Wie gesagt, Tomaten sind warm. Wer es nicht mag, macht es zum Schluss rein. Ansonsten. Günstig. Gutes und günstiges Essen. Ja, beim Sprechen mache ich Fehler. Beim Essen hoffentlich selten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Tschüss.